Hallo und herzlich willkommen zu Geil erklärt. Heute dreht sich alles um Omega-3-Fettsäuren. Welche Vorteile bieten sie? Wie soll ich sie einnehmen und wie viel überhaupt davon? All das erfährst du im folgenden Video. Was sind Omega-3-Fettsäuren? Omega-3-Fettsäuren sind mehrfach ungesättigte Fettsäuren, die der Körper nicht selbst herstellen kann. Also wir müssen sie über die Nahrung zuführen, daher nennt man sie auch essentiell. Zu den pflanzlichen Vertretern der Omega-3-Fettsäuren gehört die Alpha-Linolensäure, beispielsweise enthalten in Leinsamen, Walnussöl, Leinöl etc. Die tierische Fraktion bilden die sogenannte Docosahexaensäure, beziehungsweise die Eicosapentaensäure, die kürzen wir jetzt im Folgenden einfach ab mit DHA und EPA. Diese sind zum Beispiel enthalten in Thunfisch, Makrele und Lachs. Wichtig hierbei ist zu wissen, dass die ganzen positiven gesundheitlichen Effekte ausschließlich auf EPA und DHA zurückgeführt werden. Alpha-Linolensäure kann aber nur relativ ineffizient in EPA und DHA im Körper umgewandelt werden. Im günstigsten Fall liegt die Umwandlungsrate bei maximal 10%. Die pflanzlichen Omega-3-Fettsäuren leisten zwar einen Beitrag zur Gesundheit, können aber nicht EPA und DHA ersetzen. Das heißt, wir sollten hier unbedingt darauf achten, fettreichen Fisch oder ähnliches zu konsumieren oder alternativ, das hat sich in den letzten Jahren immer mehr durchgesetzt, Omega-3-Fettsäuren in Form von Kapseln als Nahrungsergänzungsmittel zuführen. Du möchtest mehr über Supplements erfahren? Dann freue ich mich, dir unseren Supplement Guide checken zu dürfen. Hier erfährst du alles Wesentliche über Kreatin, Beta-Alanin, Vitamin D etc. Wie solltest du welches Supplement dosieren und welche sind überhaupt für dich geeignet? Hol dir die Antworten und lade dir den Supplement Guide herunter. Welche Vorteile bieten Omega-3-Fettsäuren? Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen diverse positive Effekte. Zum einen die Normalisierung des Blutdrucks, zum anderen eine Verbesserung der Cholesterinwerte, insbesondere eine entzündungshemmende Wirkung weisen Omega-3-Fettsäuren auf. Es kommt auch zu einer Verbesserung der geistigen Funktionen. Auch bei Depressionen können Omega-3-Fettsäuren sehr hilfreich sein. Und was neuere Studien auch wiederum zeigen, insbesondere bei Sportler können durch eine Supplementierung mit Omega-3-Fettsäuren deutlich bessere Regeneration erzielen. Wie viele Omega-3-Fettsäuren solltest du eigentlich zuführen? International führende Institutionen empfehlen etwa 0,5 bis 1 Gramm EPA und DHA. Das ist im Endeffekt die Bedarfsdeckung. Um diese ganzen vielfältigen positiven Effekte zu erzielen, die ich zuvor genannt habe, sind in der Regel laut Studien höhere Dosierungen notwendig. Diese gehen in den meisten Fällen bis zu 3 Gramm EPA und DHA. Und das ist eigentlich genau diese Dosierung, die ich dir als normalen Freizeitsportler empfehlen würde. Für Leistungssportler, die ihre Regeneration verbessern möchten, sind sogar noch höhere Dosierungen empfehlenswert. Hier wurden in den Studien teilweise über 6 Gramm EPA und DHA eingesetzt. Wichtig im Zusammenhang mit Omega-3-Fettsäuren ist auch die Zufuhr an Omega-6-Fettsäuren. Diese sind ebenfalls essentiell und weisen entzündungsfördernde Eigenschaften auf. Auch diese brauchen wir im Körper, allerdings nicht in einem Übermaß. In Deutschland beträgt die Relation von Omega-3 zu Omega-6-Fettsäuren in der Regel so 1 zu 15 bis 1 zu 20. Idealerweise sollte diese Relation 1 zu 1 bis maximal 1 zu 5 betragen. Das ist dir zu kompliziert? Dann befasse dich mit dem Omega-3-Index. Der Omega-3-Index kann ganz einfach über eine Blutprobe beim Hausarzt bestimmt werden und zeigt im Endeffekt auf, wie hoch der Anteil der Omega-3-Fettsäuren an den Gesamtfettsäuren in den roten Blutkörperchen ist. Ein sehr niedriger Omega-3-Index von unter 4% ist verbunden mit einem 10-fach erhöhten Risiko für die Entstehung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Idealerweise sollte dein Omega-3-Index über 8% betragen. Ist er unter 8%, heißt es für dich, führen wir Omega-3-Fettsäuren zu. Wie solltest du dein Omega-3-Supplement dosieren? Wenn du gelegentlich fettreichen Fisch isst, dann reicht dir in der Regel 1 Gramm EPA und DHA aus. Isst du keinen Fisch, dann rate ich dir zu 3 Gramm EPA und DHA. Idealerweise kontrollierst du dann deinen Omega-3-Index
und schaust, dass du immer im Bereich zwischen 8 und 11% liegst. Liegst du noch drunter, kannst du einfach etwas höhere Dosierung wählen deines Omega-3-Supplements oder aber deine Lebensmittelauswahl entsprechend anpassen. Worauf solltest du beim Kauf deines Omega-3-Produktes achten? Günstige Produkte in Drogerien und Supermärkten weisen oftmals nur 30% EPA und DHA auf. Das führt dazu, dass du eine relativ hohe Menge an Kalorien und auch unnötigem Fett aufnehmen musst, um auf die gewünschte Zufuhr zu kommen. Besser sind die Produkte von namhaften Nahrungsergänzungsmittelherstellern. Diese enthalten oftmals schon mindestens 60 bis teilweise 75% EPA und DHA. Somit ist es ein leichtes, auf deine gewünschte Zufuhr von einem oder auch 3 Gramm EPA und DHA zu kommen. Du bist Veganer, auch dafür gibt es inzwischen Lösungen. Viele Hersteller bieten inzwischen Omega-3-Produkte auf Basis von Algenöl an. Somit kannst auch du als Veganer deine Zufuhr an Omega-3-Fettsäuren problemlos decken. Damit sind wir am Ende der heutigen Folge angelangt. Ich hoffe, du konntest eine Menge über Omega-3-Fettsäuren lernen. Ich danke dir fürs Zuschauen. Bei Fragen gerne melden bei uns. Ansonsten teilen, liken, abonnieren und Glöckchen klicken.